Hi, ich bin die Annika von Let's Do Fit und heute machen wir ein sehr, sehr leckeres und auch schnelles Ramen im Rezept aus dem Japanischen. So ein bisschen eine Eigenkreation, also das sind so viele verschiedene japanische Ramen-Rezepte irgendwie zusammengemixt, also meine eigene Interpretation sozusagen. Und weshalb das ein besserer Cheat ist als ein anderer, da kommen wir dann nachher noch dazu. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach direkt los. Ich habe hier mein japanisches Messer und wir schneiden als erstes eine Zwiebel in feine Würfel. Ihr könnt entweder eine rote verwenden oder auch eine weiße, also je nachdem, was ihr halt da habt. Dann noch ein Stück Ingwer. Ihr könnt ihr nehmen, so viel ihr mögt. Ich mag es gern intensiv und deswegen nehme ich ein relativ großes Stück. Ich habe den Ingwer sehr gut gewaschen und es ist Bioqualität, deswegen schäle ich den jetzt nicht unbedingt, aber ihr könnt den natürlich auch schälen, ansonsten halt sehr gründlich waschen. So, dann noch ein Stück Knoblauch. Ich habe hier so einen Knoblauch am Stück und das kann schon intensiv sein, deswegen ich nehme jetzt ja, hier das ganze Stück. Dann schneide ich noch ein paar Pilze rein. Ich verwende hier einfach Champignons, ihr könnt aber auch andere Pilze verwenden. Und die schneide ich einfach in Scheiben. Dann können wir auch schon unsere Pfanne erhitzen. Ich nehme eine sehr tiefe, weil ich danach auch gleich die Rahmsuppe mache. Und auf volle Hitze und ein bisschen Öl reintun. Ich mache immer gerne den Test und spritze einfach so ein bisschen Wasser rein und wenn das Öl so brutzelt, das fängt jetzt langsam an, dann wisst ihr einfach, dass das Öl heiß genug ist zum Anbraten. Aber das sieht schon gut aus. Und jetzt geben wir erstmal unsere Zwiebel hinzu, unseren Knoblauch und unser Ingwer. Und bei den Zwiebeln, bei dem Knoblauch, da lasse ich ein bisschen übrig nachher für die Rahmen. Da verwende ich jetzt nicht alles. Lasse ich so ein Drittel übrig, würde ich mal sagen. Dann gebe ich noch vegetarisches Hackfleisch hinzu. Wenn ihr vegetarisches Hackfleisch nehmt, dann müsst ihr darauf achten, dass es nicht auf Sojabasis ist und auch nicht aus Weizeneiweiß. Weizeneiweiß ist Gluten, da habe ich schon mal einen Podcast darüber gemacht. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ich nehme eins aus Erbsenprotein. Und das ist ab und zu eine gute Alternative. Wenn ihr Fleisch aus Biohaltung benutzt und ihr wisst, wo das Tier gegessen hat, gelebt hat draußen, dann könnt ihr das natürlich auch mit normalem Fleisch machen. Gibt natürlich auch einen sehr besonderen Geschmack. Und wenn ihr Fleisch benutzt, könnt ihr Rinderfleisch benutzen oder auch Schweinefleisch wird auch verwendet. Dann kommen noch unsere Champignons rein und das Ganze wird schön angedünstet, dass es so richtig schöne Röstaromen entwickelt. Sobald das ganze Röstaromen entwickelt hat, gebe ich die restlichen Zutaten hinzu. Eine Chili-Paste, die bekommt ihr im Asiamarkt und noch etwas Reisweinessig. Und das Ganze wird dann nochmal richtig schön angebracht. So, jetzt sieht das Ganze schon sehr, sehr lecker aus, finde ich. Und die ganze Küche riecht auch schon danach. Das tun wir jetzt einfach in den Teller, in eine Schüssel, beiseite legen und dann können wir uns auch schon um die Rahmensuppe kümmern. Wir nehmen hier die gleiche Pfanne einfach, weil da jetzt schon leckere Aromen drin sind. Ganz wichtig, jetzt müssen wir die ein bisschen runterschalten. Ich gebe noch mal ein bisschen Öl hinzu und dann kommt da unser Ingwer und unser restlicher Knoblauch hinzu. Und das wird kurz angedünstet. Dann kommt noch Tahin hinzu, also Sesampaste. Nochmal etwas von der Chili-Paste. Nochmal etwas Sojasauce. So, dann haben wir so eine richtig leckere Rahmpaste. Und das löschen wir einfach mit heißem Wasser ab.
So, die Rahm köchelt jetzt einfach vor sich hin. Dann könnt ihr mit Sojasauce noch abschmecken. Und ich verwende hier jetzt Udon-Nudeln. Udon-Nudeln sind auch aus Weizen, haben aber einen hohen Wasseranteil und dadurch haben sie etwa so zwischen 20 und maximal 30 Gramm Kohlenhydrate. Und im Vergleich zu normalen Nudeln, sag ich mal, haben diese so 70 Gramm Kohlenhydrate. Also ihr könnt durch Udon-Nudeln extrem viel Kohlenhydrate sparen und die sind vom Geschmack her wirklich sehr lecker, wenn ihr jetzt irgendwie gleich an so Cognac-Nudeln denkt. Die haben ja, ich glaube, 0 Gramm Kohlenhydrate oder 0,1, also wirklich nichts. Das kann man gar nicht vergleichen. Also Udon-Nudeln, die werden oft auch in japanischen Restaurants angeboten oder auch hier in Deutschland. Deswegen probiert es gerne mal aus. Natürlich ist es jetzt nicht top, es ist immer noch Gluten enthalten, es sind trotzdem kurzkettige Kohlenhydrate. Aber es ist auf jeden Fall ein besserer Cheat und eine bessere Variante zu diesen normalen Nudeln. Deswegen probiert es unbedingt aus. Und dann kann das Ganze auch schon angerichtet werden. Ich verwende Frühlingszwiebel und noch ein hart gekochtes Ei. Was auch sehr gut passt, ist ein Pak Choi. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Probiert es unbedingt aus und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.